Lara von Nähleicht gemacht und heute werde ich euch zeigen, wie es ganz einfach schafft, diese wunderschöne Windeltasche hier zu nähen. Das geht wirklich blitzschnell und eignet sich hervorragend als Anfängerprojekt, das ihr auf jeden Fall einmal ausprobiert haben solltet. Ihr könnt in diese Tasche perfekt ein paar Feuchttücher, Windeln und etwas Wechselkleidung reinpacken. Wie ihr diese Tasche nähen könnt, werde ich euch jetzt zeigen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß mit dem Video und falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst und meinen Kanal abonniert. Wir benötigen für unsere Tasche einmal etwas Baumwollstoff und ein Gummiband. Die Maße der zugeschnittenen Stoffteile habe ich euch nochmal in meine Videobeschreibung gepackt. Jetzt bügelt ihr euch bitte direkt eine Flieseline H630 auf euren Außenstoff und eine Flieseline H250 auf eure beiden Innenstofffächer. So, wenn wir das haben, schnappt ihr euch jetzt bitte euren Außenstoff, denn da werden wir jetzt unser Gummiband einmal fixieren. Und zwar misst ihr euch jetzt von hier unten 5 cm ab, markiert euch das Ganze mit der Schneiderkreide und von hier oben müssen wir ebenfalls 5 cm abmessen. Wenn wir das getan haben, werden wir da jetzt unser Gummiband einmal dranlegen. Und zwar achten wir darauf, dass das Ganze wirklich etwas locker da liegt und nicht zu straff gezogen wird. Das klammern wir uns jetzt mit unseren Stoffklammern einmal fest. So, wenn wir das haben, werden wir jetzt unser Gummiband einmal fixieren, indem wir mit einem ganz normalen Geradstich knappkantig hier und hier einmal entlang nähen. So, näht er ruhig ein paar Mal vor und zurück, einfach damit das Gummiband nicht mehr herausrutschen kann. So, wenn wir unser Gummiband gut fixiert haben, schnappt ihr euch jetzt bitte eure beiden Innenstofffächer und klappt euch das Ganze wie folgt einmal in der Mitte zusammen. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir auch hier die Flieseline H250 bereits drauf gebügelt. So, jetzt legt ihr euch das Ganze wie folgt einmal aufeinander. Und zwar schnappt ihr euch jetzt eure Innenstofffächer und legt euch das mit der offenen Kante nach unten zeigend auf euren Außenstoff drauf. Sprich, dass die offenen Kanten eben hier nach unten zeigen. Klappt ihr euer Innenfutter so einmal nach hinten und klammert euch das Ganze mit euren Stoffklammern gut fest. So, wenn wir uns das Ganze mit unseren Stoffklammern gut fixiert haben, werden wir jetzt mit einem ganz normalen Geradstich, Nähfüßchen breit, hier einmal entlang nähen. So, los geht's! Vergesst am Anfang und am Ende der Naht nicht zu verriegeln, indem ihr vor und zurück näht. Einfach, damit sich die Naht nicht mehr öffnen kann. Wir nähen da jetzt wirklich Nähfüßchen breit, einmal entlang. So, wenn wir das jetzt einmal zusammengenäht haben, klappt ihr euch dieses Teil jetzt wieder einfach nach unten und macht euch hier und hier eure Stoffklammern einmal rein. Denn wir werden jetzt mit einem ganz normalen Geradstich, Nähfüßchen breit, rundherum das Ganze einmal zusammennähen. Dieses eben markierte Teil lassen wir aber frei, denn das ist unsere Wendeöffnung und da müssen wir unsere Tasche gleich einmal wenden. So, ich fange hier bei meiner Wendeöffnung an und verriegel mir den Anfang und das Ende meiner Naht wieder. Und nähe das Ganze jetzt einmal Nähfüßchen breit rundherum einmal ab. Denkt aber daran, unbedingt eure Wendeöffnung freizulassen. Wenn ich hier am Eck angekommen bin, drehe ich mir die Nähnadel einmal runter, hebe das Nähfüßchen an, drehe mir das Ganze und mache das Nähfüßchen einfach wieder runter und nähe ganz normal weiter. Das werde ich jetzt bei allen anderen Ecken genauso machen. So, hier werde ich mir das Ende der Naht noch einmal verriegeln, denn wir müssen ja unsere Wendeöffnung einmal freilassen. So, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den Rand jetzt mit einem Zickzackstich knappkantig rundherum versäubern. Achtet aber darauf, dass ihr eure Wendeöffnung wieder offen lassen müsst. Wenn wir das haben, müssen wir jetzt nur noch unsere Ecken einmal zurückschneiden. Einfach damit sich hier beim Wenden keine Knubbel bilden. So, wenn wir das haben, können wir unsere Tasche auch schon wenden. Ich drücke mir hier die Ecken wirklich mit einem Essstäbchen vorsichtig nach außen. So, wenn wir unsere Tasche jetzt gewendet haben, müssen wir zu guter Letzt nur noch unsere Wendeöffnung einmal schließen. Das machen wir, indem wir diese Stoffkante hier vom Innenfutter einmal ein bisschen nach innen klappen. Und das ziehen wir uns einfach über diese offene Stoffkante drüber. Und klammern uns das Ganze mit unseren Stoffklammern gut fest. Denn da werden wir jetzt mit einem ganz normalen Geradstich
knappkantig drüber nähen und die Wendeöffnung schließen. Wir werden jetzt also mit einem ganz normalen Geradstich knappkantig hier einmal drüber nähen und die Wendeöffnung schließen. So, meine Lieben, wenn wir unsere Wendeöffnung jetzt geschlossen haben, sind wir auch schon fertig. So sieht unsere fertige Windeltasche jetzt aus. Ich finde, sie ist wirklich super schön geworden und ich hoffe, das Video konnte dem einen oder anderen behilflich sein. Vielen Dank fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.